sie vom Hindernis weg. Ich bin der Niklas, ich bin der Manuel, ich bin der Fabian. Ich bin der Wirt Daniel aus Bung vom Feldhöser Gymnasium. Wir kommen vom Maximilian vom Moschelau Gymnasium in Vilsbiburg. Ich bin Sabine Espers-Ungermann aus dem 10. vom Karl von Klosen Gymnasium. Also ich bin der Felix Böhme vom Karl von Klosen Gymnasium in Neckenfein aus der 6b. In meinem Projekt geht es um Biogas, also wie man Biogas herstellen kann. Und deswegen habe ich selber so eine kleine Biogasanlage gebaut, mit der dann etliche Versuche gemacht, mit welchem Substrat man am besten Biogas erzeugen kann. Also wir haben ein Projekt gemacht für Leute mit einem Handicap oder einer Behinderung, weil das ist halt einfach eine Schwierigkeit, die nicht so früh machen können oder denen es schwerfällt, zum Beispiel ein Semi zum Schneiden. Weil wenn sie zum Beispiel nur einen Arm haben oder keine Finger, dann können sie die Semmeln nicht richtig festhalten oder nicht durchschneiden oder nur ganz schlecht. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir eine Maschine, mit der das die Gehandicapten und Behinderten vereinfacht wird. In meinem Projekt habe ich die Petersilie auf verschiedene Arten konserviert. Und dann habe ich die Arten somit verglichen, weil ich habe nach der Konservierung geschaut, wie viel Vitamin C in der Petersilie drin ist. Ich habe die Erfindung gebaut, kein kalter Kaffee. Ich bin auf die Idee gekommen, da an einem kalten Wintertag in meiner Pause der Tee wieder kalt war. Und deswegen wollte ich halt einen Becher finden, der sich selbst erwärmt, ohne an eine feste Quelle gebunden zu sein. Wir haben eben das Projekt gehabt, Präventionsverfahren für einen Borkenkäfer. Da haben wir uns als erstes mal überlegt, ja, wir könnten ja mit einer Drohne über den Wald fliegen und von oben den Wald beobachten und diese Bilder dann auswerten und somit rausfinden, wo ein Borkenkäferbefall vorliegt.